Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Heute mit dem Christian, dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir schauen uns heute an Shein Exposed, der schlimmste Fashion-Konzern der Welt von Simplicissimus. das hört sich halt schon einfach so richtig krass an. Okay, ja, also das, keine Ahnung. Haben die jetzt Shinies? Ja. Es wurde eine zweiteilige Serie. Viele Beauty-Influencerinnen haben wohl dann auch dafür Werbung gemacht. Darum auf der Website so ein bisschen. Okay. 39 Euro haben die kostenlosen Versand. Ich glaube, ich suche mir da mal eben was aus. Ich dachte, der schlimmste Verein wäre hier, wie heißt denn das Ding? Die Wolf? Verein? Nein. Bayern München. Ja, das sowieso. Aber nein, wie heißt denn diese richtige Billow? Genau, Primark. Du meinst, Primark. Ich dachte, Primark wäre das Schlimmste. Vielleicht hört Primark ja zu Shein. Das weiß ich nicht. Könnte ja sein. Werden wir vielleicht jetzt erfahren. Bei Primark sollten wir mal Werbung machen. Bisschen. Da haben wir gesagt, nein, danke. Ja, weil wir integer sind. Ja, Kleidung wird immer günstiger, Sortimente wechseln rasant. Das nennt man Fast Fashion. Und Shein ist die Zukunft. Oh, Shein! Natürlich! Wobei, der Gegentrend, muss ich sagen, ist aber auch teilweise bescheuert, ne? So, ey, mein T-Shirt kostet 300 Euro. Ich mir auch denke, ja, aber es ist ein T-Shirt. Mein Freund. Das ist so weird. Also, die Fashion ist so weird einfach. Ja, nur. Ja. Also, kauf Pietsmeet-Merch. Ich finde, wir sollten auch mal wieder Mut dazu haben. Wir bringen demnächst mal ein T-Shirt raus, ein weißes Shirt für Peter, für 600 Euro. Jo. 5,99. Ich weiß, dass Fabian Döhler es kaufen würde. Dieses Geschäftsmodells. Ultra Fast Fashion. Mehr, schneller, billiger. Das chinesische Unternehmen verkauft Kleidung so gut wie ausschließlich online. Ein Pulli für 8,50 Euro, ein Crop-Tee für 6, ein Kleid für 2. Shein dominiert Social Media. Vielleicht kennt ihr die massiven Hauls. Was? Der Konzern die dominieren Social Media? Hat ja, nicht unsere Bubble. Meine Bubble, habe ich noch nie gehört. Meine Bubble auch gar nicht. Hab's noch nie gehört. Ja, gut. Hey, ich folge sogar Bibi auf Instagram. Ja, aber ich guck mir nicht. Ich habe so viele. Ich hatte ja schon gesagt, so, ich habe gar nicht die Zeit, alle Stories von allen durchzugucken. Nee, so. Bei Bibi sehe ich auch immer nur die Fotos, die sie postet. Außerdem also kommt immer dann die Werbung und dann überspringe ich eh immer. Wenn ich das richtig sehe, benutzen die sogar Logos. Also die haben zum Beispiel einen Pulli, wo NASA draufsteht in dem originalen NASA-Schriftzug oder Pace in dem Schriftzug von AC/DC. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für 9 Euro lizenziert ist. Ach, bestimmt. Bibis Beauty Palace, wir eröffnen ein gratis Shopping-Center in unserem Haus. Ah ja, 2020. Machen wir nicht auch gerade Werbung dafür eigentlich? Nein, wir setzen uns kritisch damit auseinander. Sehr kritisch. Schafften mit unglaublich vielen Influencern. Seit Mitte dieses Jahres ist Shein vor H&M und Zara das verkaufsstärkste Modelabel in den USA. Krass. Und die meistbesuchte Fashion-Website der Welt. Was? Das Unternehmen wächst rasant und hat nach Schätzungen letztes Jahr ca. 8,6 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Wäre es da nicht eine Schande, wenn Shein gleichzeitig einer der undurchsichtigsten, unmoralischsten und perversesten Konzerne der gesamten Fashion-Industrie wäre? Die Speerspitze eines ausbeuterischen, dreckigen Systems. Eine Verkörperung des Schlimmsten, was die Globalisierung zu bieten hat. Heute geht es um ganz, ganz viel Plastik, um falsche Zertifikate, um billiges Greenwashing, verlogene Kampagnen und einen Haufen gestohlener Designs. Hey, das mit den Designs habe ich auch schon gesehen. Ist das nicht so wie Rezepte? Wie Kochrezepte? Darfst nicht drauf. Meinst du, die kann man. Da gibt es keine Urheberrechte drauf. Ja, auf Modedesigns? Nicht, weiß ich nicht. Als ob du da. Keine Ahnung, als ob du ein Recht hast auf so ein Modedesign. Also, du kannst. Ja, aber auf das Logo vielleicht, ne? Drauf. Ja, logisch, aber es war ja gerade dort offensichtlich halt da irgendwie so ein Bikini oder sowas, wo irgendwelche Perlen runterhingen. Also, du kannst schon Sachen lizenzieren, auch bei Kochrezepten. Also, wenn die einen bestimmten Namen haben oder so, das geht schon. Okay. Aber du meinst quasi das Gordon Ramsay Curry oder was auch immer. Das ist lizenziert als Gordon Ramsay Curry oder was. Woher weißt du das, Christian? Da gehe ich einfach mal von aus. Ach so. Also, ach so. Okay. Ja, das ist vielleicht eine wichtige Info, ja. Haben wir auch drüber gesprochen, als wir unser Buch gemacht haben. Also ich weiß, ihr wart doch auch dabei.
Uns wurde gesagt, gar, dass man eben Rezepte nicht... Die Rezepte, die wir haben, sind nicht lizenziert. Aber bei manchen Sachen wäre es so gewesen... Jetzt sind sie lizenziert als Pete's Meat Owns. Nee, eben nicht. Also Pete's Meat Originals. Jetzt, weil wenn du jetzt Pete's Meat Schaschlik im Endeffekt machst und Pete's Meat ist eine Marke, dann hast du da eher die Möglichkeit, als einfach zu sagen, ich mach Schaschlik. Interessant. Pete's Meat Schaschlik. Ich hatte das so im Kopf, dass das bei Rezepten nicht geht. Interessant, weil das quasi immer alles auf irgendwas aufgebaut ist und das Schaschlik-Rezept ja, basiert ja auch wieder auf einem anderen Ding musst, und alles basiert musst, ja auf irgendwas. Du musst ja, ja okay, aber Peter, das ist doch immer so, oder? Also, ja. Ja, weiß ich nicht. Du kannst natürlich ganz viele Sachen ändern. Also, ne, geh mal hin und nimm statt Curry, nimmst du irgendwie Paprika, bums. Ja, genau. Komplett neues Gericht. Ja. Können wir uns einmal auf die Klamotten stürzen, die da sind, und sagen mal, wie hässlich das zweite von rechts aussieht? Ich finde das mega. Ja, also links ist ja ganz okay. Ich, absoluter Fashion-Profi Christian Stachelhaus, möchte sich jetzt dazu äußern und sagen, ich habe keine Ahnung davon. Das sieht doch scheiße aus. Mode sieht... Alter, Mode wenn die sieht, da, die sieht aus, als wenn die... Kennst du diese alten Lampen, die auf Tischen sind, wo dann quasi so Bommel runterhängen? So bei Omas. Ja, und ja Opas, so eine habe ich auf dem Schreibtisch stehen. Ja, perfekt. So sehen die Klamotten da von der aus. So eine grüne Bibliothekslampe, meinst du? Nein, nicht so eine cool, grüne Bibliothekslampe. Nee, so eine Stofflampe. War das nicht früher sogar Leder? Die war mal in den 60er. Nein. Ja, ja. Du hast was anderes im Kopf. Nein. So eine 60er-Lampe ist das bestimmt. Ja, aber Mode, also wenn du dir auch Laufstegmode und so anguckst, die sieht ja immer relativ... die ist ja nicht dazu da, für den Alltag getragen zu werden. Das stimmt. Also ist immer irgendwie total bescheuert. Ja. Also. Als 30 haben wir schon geschafft. Das ist schön. Geiler Werbetrailer, finde ich, für Schiel. Geschnitten. Dieses Video ist Teil 1 einer Betrachtung von Shein. In diesem Part geht es um das Unternehmen als solches. Nächste Woche geht es dann um das Zusammenspiel von Social Media und Fast Fashion und die Influencer, die mit Shein zusammenarbeiten. Oh. Jeden Tag gehen bei Shein rund 7.000 bis 8.000 neue Produkte um. Alter, was? 7.000 bis 8.000. Jeden Tag. Das ist unglaublich viel. Zara schafft gerade einmal knapp 200 pro Woche, Fashion Nova so 600 bis 900. Und natürlich müssen diese ganzen Schnitte, die ganzen Designs, die immer im Trend sind, ja von irgendwem entwickelt werden. Also hat Shein ehrlich, wohl das... Wenn ich 8000 Sachen pro Tag online bringe, neue, ja? Da kannst du mir erzählen, die sind doch nicht alle im Trend. Also das ist doch einfach nur dann einfach alles, was es gibt, oder nicht? Ich verstehe das auch nicht. Also da muss es doch Wiederholungen geben. 8000... Ja, gut. Außerdem, da kannst du gar nicht tracken, weißt du, da kommt irgendwann auf die Börse, denkst du so, Alter, lass uns mal, wir machen ein oranges T-Shirt, haben wir jetzt schon mal? Ey, keine Ahnung, kann ich gar nicht mehr finden, weißt du, mach ja, und danach machst du ein orangenes T-Shirt mit einem schwarzen Punkt auf der Brust. Ja. Und dann ist der Punkt 2 Zentimeter weiter rechts und dann hast du schon 3. Ja, schon 3. Ich hab letztens einen unfassbar fiesen Beitrag gelesen zu der Entsorgung von Altklamotten. Ich glaube, Chile war es, ist einer der größten Altkleidersammelländer der Welt. So, die haben so die meisten, die exportieren, glaube ich, die meisten Altkleider und importieren irgendwie so die meisten Altkleider oder was auch immer. Sortieren quasi von diesen Altkleidern halt die guten raus und die schlechten, die werden einfach auf so einen Haufen in der Atacama-Wüste gekippt. 20 Tonnen pro Tag oder sowas. Ja, und dann brennen die ab. Das einmal pro Jahr gibt es dann irgendwie so einen aus Versehen einen großen Brand. Geil. Das ist und ja bei immer den Altkleidern hier in Deutschland auch. Also die werden, das ist ja auch alles Schmuh mit diesen Dingern, wo du die Altkleider reinwerfen kannst. Das ist echt unangenehm, wenn du dann auch noch so einen Laden hast, alles. Wo dann halt ja, nicht alles, aber der, kostet. Also, das ist echt großer Teil. Also das ist halt so schwierig herauszufinden, was davon wirklich gut ist und was nicht, weil die Dinger halt einfach überall aufstellen mit irgendwelchen gefakten Logos. Direkt an der Bahnhofsmission abgeben. Ja, das ist dann eine relativ safe Geschichte, ja. Finde ich alles falsch. Das ist der Team an Fashion-Designern auf dem Planeten, oder? Die arbeiten, naja. Da. Die sehen dick.
augenscheinlich systematisch. Dass Fast-Fashion-Konzerne Designs abkupfern, ist altbekannt. Bisher waren die Schablonen aber vor allem High-Fashion-Designer, Pariser Modehäuser. Shein dagegen bedient sich auch immer wieder bei unabhängigen Designern, bei Einzelpersonen. Damit hat sich der wundervolle Kanal Offen und Ehrlich ausführlich befasst. Shein! Wir haben mit Marlene aus dem Team gesprochen. Shein klaut wirklich wahnsinnig viele Designs und da wurde auch schon relativ viel öffentlich gemacht, eben von den DesignerInnen, die da abgerippt worden sind. Und unter anderem gab es da eben Eliza, die hat ihr eigenes kleines Label, Elizations heißt das, sie kommt aus Schweden und sie macht so Stricksachen, auch sehr individuelle. Und tja, eines Tages hat Eliza einen ihrer Pullis dann quasi 1:1 kopiert auf Sheins Website wiedergefunden. Wundert das jemanden? Also Shein ist und ein chinesisches Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Ja. Wird da nicht sowieso alles, also egal aus welcher Branche, kopiert bis zum geht nicht mehr, weil man einfach China null dafür belangen kann? Oder die ich Firma? Weiß nicht, ob man sie null dafür belangen kann, wenn sie es in Deutschland verkaufen. Und das ist ja kein Grund, da nicht trotzdem drüber zu sprechen. Natürlich, aber die Leute, also kommt jetzt immer so vor, oh krass, die kopieren das so, ja. Also ich glaube, keiner von uns ist jetzt so, sondern eher so, okay, krass, ja, lass drüber reden. Emma Warren, Mariama Diallo, Alexei oder auch Bailey Prado. Im Fall letzterer hat Shein Alter, Bailey Prado kopiert, das gibt's nicht. Diebstähle werden auch gar nicht aufgedeckt, aber ich allein weiß jetzt ungefähr von, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Fällen. Also es kommt wirklich sehr, sehr oft vor. Also Fälle, die einfach viral gegangen sind. Der Konzern scheint ein eigenes Inhouse-Team für diesen geilen Job zu haben. Zumindest legt der Fall von Maison Cléo, sorry für die Aussprache, das nahe. Im Herbst letzten Jahres wollte Shein mit dem französischen Mini-Label zusammenarbeiten. Man hatte die Marke und ihre Designs also klar auf dem Schirm. Als die Co-op nichts wurde, naja, ihr könnt es euch denken. Diese Designer haben häufig keine realistische Chance auf Entschädigung. Wie verklagt man als Einzelperson ohne große finanzielle Mittel schon einen chinesischen Megakonzern? Und Urheberrecht in der Fashion-Industrie ist allgemein eine riesige Shitshow. Dazu findet ihr mehr in der Beschreibung. Offen und Ehrlich hat mit einer anonymen Designerin gesprochen, die allerdings tatsächlich gerade einen Prozess gegen Shein führt. Sie hätte auch eine Wiedergutmachung von Shein bekommen. Also Shein hat ihr dann irgendwie auch so und so viele ja, so ein Gutschein hier. Ja. 10 Pullis kannst du haben. Aber das ist halt das, was der Modeindustrie passiert dann im Endeffekt das, was im Endeffekt also jedem anderen schon vorher gewesen ist. War das nicht irgendwie, weiß nicht, Firmen, die irgendwie nach China gegangen sind, da produziert haben, irgendwann mal festgestellt haben, oh hoppala, die haben jetzt plötzlich ein Werk irgendwie 3 Straßen weiter aufgemacht und produzieren genau das gleiche wie wir. Wer war das denn noch, verdammt? War das Bose? Nee. Irgendein deutscher Konzern war das. Die sind nach China gegangen, haben dann ein Werk aufgemacht und irgendwie eine kurze Zeit später haben die irgendwo ein Werk gefunden, wo dann plötzlich genau das gleiche hergestellt wurde. Und dann sind die wieder nach Deutschland. Also das passiert halt der Modeindustrie und belastend. Dieses Geld könntest du haben, aber sie meinte halt, okay, ihr könnt mir jetzt ja alles erzählen. Also ihr sagt jetzt, mein Teil wurde 20 Mal verkauft. Woher weiß ich, dass es nicht 20.000 Mal waren, so ungefähr. Soweit ich weiß, geht dieser Rechtsstreit gerade noch. Aber auch in diesem Fall ist es wohl so, dass die Designerin erst mit einem Anwalt an Shein herangetreten ist. Da kam gar nichts. Und erst als sie das wiederum öffentlich gemacht hat, hat der Konzern überhaupt reagiert. Viele der beklauten Designer sind Teil einer Community, die sich ganz explizit gegen Fast Fashion einsetzt und sich für eine andere Art von Kleidung stark macht. Fuck Fast Fashion. Ja, ja. Okay. Oder wieso meinst du? Fridays for Future, habe ich gedacht, aber okay. Ah! Ja, okay. Hashtag. Die haben den Hashtag geklaut. Oh, ja. Mein Gott, das sind wir große Sachen jetzt auf der Spur. Da sollte hier Simplizismus mal ein Video drüber machen, ja gar nicht. Handgemacht, nachhaltig, im kleinen Rahmen hergestellt, in hoher Qualität, sodass man lange etwas davon hat. Shein bedient sich aber nicht als einziger Konzern bei dieser Community. Es gibt zahllose billige Dropshipping-Seiten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bei solchen Seiten ist aber das Problem, ich habe mal ein richtig schönes Video gesehen über die Copyright-Mentalität in Asien. Die haben da einen ganz anderen Bezug zu als die westliche Kultur. Also die empfinden das gar nicht so als Verbrechen, sondern eher so als Lob, wenn man kopiert wird, weißt du?
Und das ist da gar nicht, auch gesetzlich gar nicht verankert, dass das eine Straftat ist. Also das ist jetzt aber nicht nur in China so. Der Bericht ging zum Beispiel, den ich gelesen hatte, über Südkorea. Und da ist es halt auch so, dass das halt nicht so ist, wie wir das kennen. So nach dem Motto, oh Gott, ich habe das erfunden, das ist aber meins und deswegen kriege ich alles, was damit ist. Und da funktioniert das ganze System. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass hier Shein jetzt cool ist, ja, gar nicht. Sondern ich glaube, so ganz wichtig ist aber auch zu unterscheiden, warum man die da nicht bestrafen kann, weil die da einfach anders drüber denken. Ja, kann man das nicht relativ einfach, ne? Kann man das nicht einfach relativ einfach bestrafen, indem du irgendwie Strafzölle drauf machst? Oh, einfach, ja. Keine Ahnung, einfach auf jedes Klamottenteil 50 Euro Strafzoll. Ein ganz easy Wirtschaftskrieg mit China stelle ich mir ganz toll vor. Ja, was heißt Wirtschaftskrieg mit China? Also, ja, wenn du anfängst und hingehst und sagst, also Trump hat es doch gemacht und ich weiß nicht, ob die es immer noch machen, aber wenn dann sehen Sanktionen doch. Deutschland ist ja auch da relativ kritisch dem gegenüber. Also so ist das ja nicht. Aber wenn du dann hingehst und sagst, für diverse, also klar, kannst du es machen. Wenn die halt nirgendwo mehr hin exportieren können, dann bringt das denen auch nichts, so irgendwelche Sachen zu kopieren. Ja, das Problem ist, die gehen natürlich relativ schnell weinen, wenn das eine sehr große Firma ist bei der Regierung und die lässt sich das dann auch irgendwann nicht mehr gefallen. Und die müsste auch die Strafzölle überhaupt aussprechen, oder? Du kannst ja jetzt hier nicht die Firma in Deutschland verklagen und die Anwält oder das Gericht kann ja keine Strafzölle auf dieses eine Unternehmen dann aussprechen. Das müsste ja schon die Regierung machen. Es müsste halt einfach dann der Klamottenlobbyismus, nenne ich ihn jetzt mal, einfach doch der Regierung in den Ohren weinen, dass Shein da alles am Kopieren ist. Ja gut, die haben natürlich ihre Produktion da, wo Shein auch ihre Produktion hat, potenziell. Also die profitieren ja auch davon, dass die selber in asiatischen Ländern produzieren können. Auch in H&M und die anderen großen Unternehmen. Vielleicht liegt das daran wirklich, dass die das nicht so machen. Weil am Ende hat auch H&M oder Zara und wie sie auch alle heißen, ja dann auch quasi die gleiche Importroute. Ich habe jetzt nicht unbedingt H&M und Zara damit gemeint, sondern halt diese kleineren. Ja gut, die haben halt kaum Macht, ne? Also die haben halt gar keinen, also... Kann man sich nicht zusammenschließen? Ja, aber selbst also dann kommst du ja, nicht, was Wirtschaftsmacht angeht oder Relevanz fürs Deutsche und für Deutschland, bist du dann ja immer noch nicht so relevant. Das sind ja jetzt kleinere Labels, der eine ist in Schweden, der andere ist da. Das wirkt jetzt nicht so, als wenn die Ultra-Power hätten. Okay, also man wehrt sich nicht. Na gut. Ja, oder... Das heißt es nicht. Also ja, es lohnt sich nicht zu wehren. Also manche Leute, also es gibt ja einige, die dagegen klagen, haben wir ja schon auch gehört und die das halt auch öffentlich machen, aber... Ich könnte mir vorstellen, bei den großen Konzernen ist das so ein, ja, ist halt so und alle machen das und deswegen verklagt keiner den anderen, weil ansonsten funktioniert das ganze System nicht. Ja. Wie gesagt, also, die profitieren ja auch davon, potenziell. Die kleinen Designer ebenfalls beklauen. Das ist Rebecca. Unter dem Namen Snake Divine verkauft sie handgemachte Klamotten und studiert nebenbei Kunst. Was ich gerade trage, ist ein Mantel, den ich gemacht habe. Ich habe halt alles komplett selber gemacht, das Schnittmuster. Dann habe ich das halt komplett selber bedruckt. Und wie man sieht, ist er halt voll bedruckt, vorne und hinten. Da ist auch ein Anhänger dran, da steht ganz klein drauf Snake Divine. Ich mag einfach voll gerne so viele kleine Details, dass man einfach merkt, da wurde sich viel Mühe gegeben und viel Gedanken gemacht. Auch Rebeccas Designs werden immer wieder gestohlen, zum Beispiel von der Ultra-Fast-Fashion-Brand Amiole. Inklusive ihrer eigenen Fotos mit den Produkten. Ja, andere Designs von sich findet sie immer wieder billig kopiert für wenige Euro erhältlich auf AliExpress. Das ist eine Plattform ähnlich zu eBay, auf der unter anderem zahllose chinesische Unternehmen ihre Produkte zu niedrigsten Preisen anbieten. 100% der Leute, mit denen ich auf Instagram interagiere, die ähnliche Labels haben wie ich, also ähnliche Kleidung machen mit dem gleichen Mindset, 100% der Leute sind auch bei AliExpress. Da sind Duplikate anzufinden, also ja. Es gibt also augenscheinlich ein ganzes Ökosystem an chinesischen Bekleidung. Wenn ich jetzt bei AliExpress, ja, ihr Sortiment leer kaufe und lass mir das schicken und vertickt das dann hier, kann ich, mache ich damit falsch? Ja, das ist im Endeffekt das Gleiche, als wenn du in der Türkei hier die ganzen gefälschten Trikots und Schuhe und so kaufst. Solange, ich glaube, da hast du nie Probleme gehabt, wenn du da irgendwie ein, zwei oder so für dich selber mitbringst. Aber sobald du halt gewerblich damit wirst, kriegst du, glaube ich, spätestens an der EU-Außengrenze damit Probleme. Ja. Oder zumindest in Deutschland.
Kleidungsherstellern, die die Kreativität von Rebeccas Community ausbeuten und den eigentlichen Sinn und Zweck, nachhaltigere Slow Fashion mit ihren billigen Dumping-Kopien komplett untergraben. Shein bleibt der absolute Vorreiter in dieser Hinsicht. Der Konzern baut sein unfassbares Release-Tempo zumindest teilweise auf der Ausbeutung der Kreativität und harten Arbeit von solchen passionierten Einzelpersonen auf. Im Sommer hat das Unternehmen dann völlig schamlos eine Design-Contest-Reality-Show herausgebracht, bei der junge Designer in einem Wettbewerb $100.000 gewinnen können, plus eine Kollektion gemeinsam mit Shein. Das alles sei dann auch noch für den guten Zweck. Nichts davon macht den wiederholten Klau von Designs wett und eine $100.000-Zahlung an einen Gewinner entschädigt keins der anderen Opfer. Dazu passend gibt es das neue Shein-X-Programm. You could be really talented, but people don't see you. Was bitte? Also hat, sorry, vielleicht habe ich da nie mitbekommen, was war jetzt der gute Zweck, weil die Intention... Die, das, was sie vielleicht damit, die Kohle, die sie eingenommen haben oder sowas damit, spenden, was weiß ich. Ja, an was, das ist die Frage, weil die Intention, weil das kommt mir jetzt nicht so vor, als arme Kinder. Als hätten die irgendwie vor... Weil er jetzt sagte, ne, die Leute haben davon nichts bekommen. So, ja, ich glaube, das ist auch nicht die Intention von dem Konzern. Also gefühlt geben die da einfach einen dicken Fick drauf. Ja, also der, das hat nichts mit dem guten Zweck per se zu tun, sondern das war einfach nur so, ja, die haben mal was für einen, für Creator gemacht, aber die anderen, die sie alle beklaut haben, hatten da natürlich nichts von. Das ist einfach nur die Aussage gewesen. Gute Publicity ist alles. EX program really helped to elevate young professional designers and want to give credit to them and they want to help them to be seen by the world. Man kann kaum glauben, dass das keine Satire ist. Man sucht wie jedes Modeunternehmen der Welt nach fähigen Designern und tut so, als würde man ihnen eine krasse Chance bieten. Und auch hier, ein Programm für junge Talente macht den Diebstahl zahlloser Designs nicht wett. Shein X is the only, they're the only platform right now that's giving people like me a chance. Ja gut, okay. Also ne, doch, Shein hat ja auch gar nicht vor, das irgendwie als Kompensation zu nutzen. Also das in den Vergleich zu setzen, ja, ist halt also so unnötig. War so, die sind halt ein Arschloch, ein Clown und die machen, haben halt so ein Programm und das steht so in gar keinem Bezug zueinander, weil die machen das ja nicht, um damit irgendwas zu kompensieren. Sondern ja, um halt gut generell dazustehen, genau, das, ja, die Marke zu verteilen und so weiter. Einfach das als positiv ich, dazu halt, zu sein. Ich glaube, also selbst positiv zu sein, ich, vielleicht ist es auch einfach mit der Zeit gehen und einfach Leute finden, die noch mehr Designs machen. Also ja, aber genauso gut könnte man halt sagen, wenn denen halt vorgeworfen wird, hey, ihr klaut von Leuten, dann können die ja sagen, ja, hallo, wir haben hier sogar dieses geile Programm, um Leute zu fördern. Ja, genau. Tun sie das denn? Könnten sie, weiß ich nicht. Ist scheißegal, könntest du trotzdem sagen. Ja, also könnten sie auf jeden Fall. Ich sehe da schon einen Zusammenhang. Anfangen. Was glaubt ihr? Wie kann Sheins Kleidung eigentlich so günstig sein? Die ist Fairtrade produziert. Das glaube ich auch. Die ist einfach wieder benutzt. Die Lieferkette von Shein ist absolut undurchsichtig. Man weiß nicht, woher die Baumwolle stammt, man kann nur Schlimmes erahnen. Lange war lediglich klar, dass die Kleidung häufig von vielen kleinen Nähereien in der Stadt Guangzhou in China produziert wird. Shein hat auf der eigenen Website lange behauptet, man wäre mit dem Standard SA8000 zertifiziert. Der bezieht sich auf Kinderarbeit, Zwangsarbeit und allgemeine Arbeitsbedingungen. Leider war die entsprechende Organisation, die diesen Standard vergibt, überhaupt nicht mit Shein in Kontakt. Mist aber auch. Nun ist einem Team der Clean Clothes Campaign ein Durchbruch gelungen. Die gemeinnützige Organisation konnte einige der Nähereien, die für Shein produzieren, lokalisieren und mit Mitarbeitern sprechen. David Hachfeld hat es für uns zusammengefasst. Ja, die Arbeitszeiten, auf die gestoßen sind, die sind wirklich für europäische Verhältnisse ja schier unglaublich. Im Grunde arbeiten die Menschen, mit denen wir sprechen konnten, ja ungefähr 11 bis 12 Stunden am Tag, so in 3 Blöcken morgens, nachmittags und dann noch eine Abendschicht, die um 10 oder 11 endet. Und das 7 Tage die Woche mit einem Tag frei im Monat. Das ist eigentlich illegal in China. Die Arbeiter nehmen dieses Pensum freiwillig auf sich. Sie kommen aus ärmeren Regionen Chinas und wollen in Guangzhou so viel wie möglich verdienen.
Das hat aber auch vor allem damit was zu tun, dass die Stückkosten, die sie bekommen, also zum Nähen von einem einzelnen Kleid, so gering sind, dass sie auch einfach nicht ausreichend verdienen, wenn sie einen normalen Job machen würden. So ist die wahnsinnig geringe Bezahlung pro Produkt zwar ein Grund, warum Shein so billig sein kann. Es treibt ärmste Menschen aber auch dazu, sich kaputt zu arbeiten. Die Näher und Näherinnen haben auch keine formellen Arbeitsverträge. Das alles ist leider gang und gäbe in der chinesischen Textilindustrie. Habt ihr keine Gewerkschaft? Aber ey, wenn die da so, mal angenommen, die verkaufen irgendwie einen Pulli für 6 Euro oder so, ja? Der Konzern an sich will ja eine möglichst hohe Marge für Gewinn davon. Bei 6 Euro und auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch noch Masse, aber dann, wie viel Gewinn machen die? 5 Euro pro Teil dann oder was? Ich würde sagen, wahrscheinlich also sogar mehr. Wahrscheinlich kostet ein Teil 29 Cent in der Produktion. Was dann im Endeffekt hinten noch runterfällt und dann benutzt wird, um die Leute zu bezahlen, die da hinten noch arbeiten. Holy shit, Alter. Die kriegen wahrscheinlich krass. Irgendwie 10 Cent pro Teil und der Rest sind Materialkosten. Keine Ahnung, vielleicht. Also weiß ich nicht, ich laber gerade einfach nur, aber... Ja, aber das könnte man die Leute da ja auch echt noch fragen, weil also die Margen sind teilweise ja echt krass. Also es gibt ja... normalerweise kann man ja sagen, entweder machst du es über Masse, dann ist die Marge nicht ganz so riesig, aber das kann ich mir bei denen irgendwie nicht vorstellen. Aber ich glaube, die arbeiten doch über Masse. Wenn die 8000 neue Designs pro Tag haben, arbeiten die doch safe über Masse, als ob die ja, da... Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die sowohl über Masse als auch über große Marge arbeiten. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, prozentual wird die Marge trotz dieser geringen Preise immer noch recht hoch sein. Aber das ist halt nur so eine persönliche Vermutung. Wissen tue ich genau, so das ist halt nur eine Spekulation. Das Einzige, was ich mich dann frage, ist tatsächlich bei so manchen Klamotten, wenn die so eine krasse Marge haben, die das nach Europa verkaufen, ja, und du verkaufst dann einen Pulli für 6 Euro. Könntest du die dann nicht rechnerisch auch für 8 Euro verkaufen, ohne dass du überhaupt weniger Verkäufe hinnimmst und hättest dann einfach noch viel mehr Geld? Aber ich glaube, wenn die eine Sache da wahrscheinlich können, ist genau sowas zu errechnen, oder? Also das werden die ja genauso machen. Wie können wir am meisten Geld damit verdienen, zu welchem Preis? Ja, wahrscheinlich. War ebenfalls illegal. In einem der größeren Betriebe gibt es keinerlei Brandschutz, keine Notausgänge. Das ist wahnsinnig gefährlich. Auch in Shiins gewaltigem Hauptwarenlager in Fasan werden Menschen ausgebeutet. Dort geben Mitarbeiter an, teils 12 bis 14 Stunden am Tag zu arbeiten, bis zu 28 Tage im Monat. Früher haben wir zwei Tage mehr frei. Das ist natürlich eigentlich ebenso illegal. Alles, um die Kosten für das 3-Euro-Kleid weiter zu drücken. Aber voll seltsam, eigentlich hat Shein doch einen krassen Verhaltenskodex für Zulieferer. Punkt 8 besteht explizit auf faire, legale Arbeitszeiten. Hä? Naja, generell tut Shein gerne so, als ob der Konzern für irgendetwas einstehen würde und macht dann das genaue Gegenteil. Ich sehe da Chancen, Leute. Eine kurze Exkursion. Fashion ist eine der schmutzigsten Industrien der Welt. Insgesamt ist sie nach einigen Schätzungen für über 8% aller globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Kleidung aus Polyester, also Plastik, ist häufig günstiger herzustellen als klassische Baumwolle. Leider benötigt man dafür Erdöl. Die Produkte halten teils auch nicht sehr lange und bluten in der Wäsche und sogar beim Tragen auch ordentlich Mikroplastik. Heißt, wenn du mit einem schlecht produzierten Polyester-T-Shirt rumläufst, lösen sich am laufenden Band winzige Mikroplastikfasern. Und der Großteil dieser Partikel landet erst in Flüssen und dann im Meer und dann in den Mägen von Fischen und ja, ihr wisst, wo die Reise hingeht. Insbesondere Fast Fashion und Ultra-Fast Fashion, wie Shein, verleiten Menschen zu Überkonsum. Deutsche legen sich im Schnitt jeden Monat 5 neue Kleidungsstücke zu. Weltweit wird mehr als doppelt so viel Kleidung. What? So viel mache ich im Jahr oder so. Zieh den Schnitt so runter, ey. Oh, das ist ja insane. Ich habe letztens festgestellt, ich hatte irgendwie ein Loch in der Hose und dachte mir so, Alter, du musst ja echt mal wieder eine neue Hose bestellen. Dann habe ich mir, ich glaube, zum ersten Mal dieses Jahr eine neue Hose. Aber ganz ehrlich, das ist doch auch mit richtig Aufwand verbunden. Da muss man sich da wieder mit auseinandersetzen, dass die passt. Und zwar, als wenn ich das jeden Monat mache. Mit 5 Teilen, Alter, ich würde komplett ausrasten. Ja, wobei, da zählt, also ich meine, wenn unsere Peatsweet-Merger dazu zählt, dann sind wir bin locker ich immer noch deutlich drunter. Warte, ja. Wir kriegen auch mehr als 5 Klamotten pro Jahr.
Pro Monat, Alter. Monat. Die pro Monat gerade, Leute, ja, was? Ja, pro Monat. Ach, pro Monat. Okay, dann habe ich das, ich habe pro Jahr verstanden. Nee. Okay, 5 pro Monat, das ist sehr. Also, wenn ich selber kaufe, würde ich auch pro Jahr überlegen, ob ich den Schnitt schaffe. Ja, ja, das meinte ich nämlich auch, wenn ich selber kaufe. Ja, gut, kaufe, aber dann müssten wir ja selber kaufen, weil dann hätten wir weniger Sachen von unserem eigenen Merch. Also, ich müsste dann Sachen kaufen. Ja. Weil, aber um mehr Merchandise zu produzieren, darf ich jetzt announcen, wir haben uns mit Shein zusammengetan, die jetzt für uns die Schnitte machen, damit wir monatlich 10 bis 20 Designs rausholen können. Nur für euch, liebe Community. Wir haben das Unternehmen aber Hörin genannt. Genau, Hörin. Und das und im Logo ist da noch so ein kleines verstecktes O, dann kommst du auf Heroin. Geil. Lass mal eine Firma machen. Nur für euch. Ja. Kleidung gekauft wie noch vor 20 Jahren. Wir kaufen immer, immer mehr und schmeißen immer mehr weg. Fast hat das jemand mal von euch mitgesehen? Also hier was? Diese Szene gerade vor, wo die Leute irgendwie mit 800 Mann da gleichzeitig reinstürmen? Okay. Ich hatte noch nie einen Supermarkt gesehen, in dem die Preise so günstig sind, dass die Leute da reinrennen müssen. Ich glaube, Jay macht gerade einen harten Abgang. Das Einzige, wo ich das kenne, ist auf der Gamescom. Ja, auf der Gamescom. Ja, okay, das ist schon schlimm genug. Da habe ich das schon mal gesehen. Laden zu verkaufen. Ja, das stimmt. Ja, aber ein Laden, wo ich mir denke, so, was, ich denke mal, vor allem statt zu den Einzelnen, denke ich mir immer, was könnte hier billiger sein als bei Amazon? Ja, aber das ist dann weg. Also, ne? Das ist ja dann nicht mehr bestellbar. Wir verlieren Jonathan. Mayday. Fliegt der gerade ins All? Ja. Kann aber neu starten. Heroin? Ich muss mal schnell meine Badezimmertür aufmachen. Okay. Verlieren sie alle, Bram. Ey, komm, ich mach auch mal kurz meine Badezimmertür auf. So ohne Kontext ist das halt irgendwie so. Ich tippe mal wegen dem Roboter, aber wissen tue ich dann auch nicht. Ja, stimmt, das könnte natürlich sein, aber ohne Kontext lustig. Okay, wir haben ihn wiedergefunden. He's back. Back again. Ein aller global produzierten Kleidung landet innerhalb eines Jahres in der Verbrennungsanlage oder für Kleidungsstücke zu. Weltweit wird mehr als doppelt so viel Kleidung gekauft wie noch vor 20 Jahren. Wir kaufen immer mehr und schmeißen immer mehr weg. Fast 60% aller global produzierten Kleidung landet innerhalb eines Jahres in der Verbrennungsanlage oder auf einer Müllhalde. Meist irgendwo im Süden der Welt. 60%. Über die Hälfte aller Kleidung wird literally produziert, um weggeschmissen zu werden. Aber warte, man kann die Kleidung doch spenden? Naja, circa 80% der global gespendeten Klamotten werden am Ende trotzdem angezündet oder irgendwo auf einen Haufen geworfen. Das alles ist ein riesiges Problem. Es wird immer schlimmer, wir ertrinken in billigen Scheißklamotten. Ultra-Fast-Fashion frisst unseren Planeten auf. Die gesamte Industrie muss dringend nachhaltiger werden. Aber wir driften ab. Zurück zu Shein. Shein hat eine ganz tolle Corporate Social Responsibility Page. Eine Seite über die eigene soziale Verantwortung als Unternehmen. Shein produziert am laufenden Band massenweise allerbilligste Kleidung. Der Großteil ist aus günstigem Polyester, also Plastik. Angeblich gibt der Konzern aber stets sein Bestes, möglichst viel recyceltes Polyester zu verwenden. Quizfrage. Wie viele Produkte sind auf der deutschen Shein-Seite aus recyceltem Polyester? 1378. Wow, das sind ja gar nicht mal so wenige. Oder wie viele sind denn normales, schön frisch produziertes Polyester? 740.922. Das heißt, dass stolze 0,18% aller Shein-Produkte im deutschen Shop aus recyceltem Material bestehen. Ich finde, das ist jetzt schon ein bisschen zynisch, ne? Ja. Was? Dieses Klatschen? Und bei Baumwolle? 181 Produkte sind angeblich aus Bio-Baumwolle. Also aus Baumwolle, bei deren Herstellung keine Pestizide verwendet wurden. Ja, natürlich. Ein entsprechendes Zertifikat konnten wir nirgends entdecken. Ist auch fast egal bei 280.263 Produkten aus Nicht-Bio-Baumwolle. Das macht einen Anteil von knapp 0,07%. Das ist halt einfach so traurig. Ne? Zum Glück beschränkt Shein Meetings innerhalb der Firma aber auf ein Minimum, um Papier und Elektrizität zu sparen. Und der Konzern nutzt auch solarbetriebene Fahrzeuge für den Transport. Wobei,
wahrscheinlich eher innerhalb der Logistikzentren oder so und nicht, wenn die Pakete ihren langen, weiten Weg nach Europa oder in die USA antreten. Ob die Logistik wirklich freundlicher zur Umwelt ist? Machen wir es kurz. Shein ist überhaupt und absolut nicht nachhaltig und die Klamotten sind die pure Umweltsünde. Mit null sichtbarer Anstrengung seitens des Konzerns irgendwas daran zu ändern. Ich bin überzeugt. Die Corporate Social Responsibility Page ist so unmotiviertes Purpose und Greenwashing, dass man sich fragen muss, ob da nicht ein Praktikant am Werk war. Immer die armen Praktikanten. Wir haben Shein. Hallo, die haben mir wahrscheinlich auf die Schulter geklopft und gesagt, Mensch, hör mal. Nice. Also von wegen Praktikant, ey. Punkten in diesem Video um Stellungnahme gebeten. Aus den Erfahrungen einiger Journalisten wussten wir bereits, Jonas, dass der Konzern selten auf solche Anfragen antwortet. Deshalb haben wir es über verschiedene Wege versucht. Wir haben bisher keine Antwort erhalten, beziehungsweise wurden abgewiesen. Thanks for your love. Wir wollen hier niemanden an den Pranger stellen, der mal bei Shein eingekauft hat. Es geht uns um den Konzern und die bestehenden Strukturen. Und das alles heißt nicht, dass andere Fast Fashion oder Ultra Fast Fashion Konzerne substanziell besser sind. Aber Shein ist riesig, bald vielleicht das größte Modeunternehmen der Welt. Dieses Jahr könnte sich der Umsatz nach Schätzungen nochmal verdoppeln. Ja, das ist halt deswegen das Gute, ne? Also alleine schon den Begriff Fast Fashion, so Junge. Slow Fashion, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe noch nie gehört. Ich wusste, also nicht nur das, sondern es gibt ja auch Ultra Fast Fashion, wie wir heute gelernt haben, Christian. Ja. Das auch noch. Also. Ja, klar. Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, was wahrscheinlich schade ist. Deswegen. Umso besser, dass wir heute was gelernt. Oder? Ja, richtig. Oh, Nebel des Krieges zieht bei Jonathan. Oh. Ja, da kannst du aber nichts für. Das ist Nebel mein des Fehler. Krieges. Da war wieder. Ich hab in der. Die meine Rollern haben genau einen kleinen. Ich hatte zwei Spalten oder so übrig gelassen, damit ich wenigstens einen kleinen Sonnenstrahl abkriege. Der Sonnenstrahl ist genau in die Kamera. Okay, und dadurch sagst da du. Da kann ich nichts für. Okay, ja, gut. Marke verkörpert Überkonsum wie kaum eine andere. Wahnsinnig niedrige Preise. Kleidung als Wegwerfprodukt aus frischem Plastik, im Akkordtempo genäht und immer raus damit. Dabei ist das Unternehmen so undurchsichtig, wie es nur geht. Und es wirkt auf uns nicht so, als würde es sich ernsthaft verbessern wollen, als wäre es sich irgendeiner Verantwortung bewusst. Grundsätzlich sollten wir uns als Gesellschaft fragen, ob wir Kleidung so konsumieren sollten. Das sollten wir uns bei allem fragen. Und wir müssen eins akzeptieren. Fair produzierte, nachhaltige Kleidung für 5 Euro ist einfach utopisch. Doch vor allem müssen Gesetzgeber einfach handeln. Denn es wäre ja absurd, wenn wir als Konsumentin einzeln versuchen würden, ein so systemisches Problem zu ändern. Dafür haben wir die Politik, die Demokratie und müsste eigentlich sagen, hey, wozu haben wir denn Gesetze? Die könnten doch eigentlich verhindern, dass das alles so intransparent und so übel ist. Immerhin werden einige Shein-Produkte, die aus China nach Deutschland geliefert werden, jetzt durch eine EU-Steuerreform teurer. Darüber hinaus sollten wir weiter über wirksame Transparenz und Lieferkettengesetz... Moment. Also durch die EU-Steuerreform werden die teurer. Das heißt, der Kunde zahlt am Ende mehr und der Konzern, also was dann ja, an die Steuer geht... Ja, natürlich, macht ja auch super Sinn, wenn du es teurer machst. Der Konzern an Shein kriegt davon eigentlich gar nichts mit. Weil der Pulli kostet dann durch die Steuer... Ja, aber die Kunden kaufen dann weniger Pullis. Ja, aber genau, dann kaufst du ja dementsprechend weniger, weil du halt nicht mehr das für 5 Euro kriegst, sondern dass du da jetzt schon 20 Euro... Das glaube ich nicht, dass das so teuer ist. Also ich tippe eher auf vielleicht 6 Euro. Ja, dann musst du wahrscheinlich 9 Euro bezahlen für einen Pulli statt 5 Euro. Ich bin da mal, also keine Ahnung, wie man das angeht, indem man dann aber noch höhere Steuern, Strafzölle, was weiß ich, was man da drauf macht. Ich kenne jetzt auch die EU-Steuerreform nicht genau, wie das funktioniert. Deswegen, also das hätte er gerne noch beschreiben können, wie viel das teurer wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn die dann halt so 25 billig. Cent pro Teil sind, dann denke ich mir halt auch genau, so, jawohl, da die sind so billig wir. Und wenn das prozentual oder so gerechnet ist, dann ja. Das würde mich mal interessieren. Die Unternehmen da. Kannst du ja googeln, das neue EU-Steuergesetz. Auf dazu zwingen, Verantwortung für ihre Zulieferer zu übernehmen. Einen Aspekt haben wir noch gar nicht besprochen. Wie ist Shein überhaupt so beliebt geworden? Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Rücksichtslose Influencer, ein TikTok-Hashtag mit Milliarden Views und das Zusammenspiel von Social Media und Fast Fashion. Hashtag Shein Girls oder so. Girls.
Cheers. Ja, okay. Wieder was gelernt, würde ich sagen. Ja, wo man einkaufen kann zu Weihnachten, meinst du? Ja, wo es richtig schön günstig ist. Ja, falls man auch mal schnell was braucht, ab das Schein. Schein, ja. Ja, mehr Schein als Sein. Das ist eigentlich das schade, ist dass die Schein heißen. Aber ja, es gibt noch einen zweiten Teil, wo es dann, wie hier schon angekündigt wird, darum geht, wie sie quasi ihre Social-Media-Strategie gefahren haben, was für uns natürlich auch mal interessant sind, weil wir ja ein bisschen Teil dieses Systems sind. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen. Haut rein. Tschüss.